Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, ich habe einen Dokumentarfilm gesehen von Spiegel TV. Und da ging es um die Kriminalpolizei, die versucht, die kriminellen Machenschaften der Testzentren, zahlreicher Testzentren, in diesem Fall war es Berlin, zu stoppen, zu schauen, wie das sich genau verhält. Eine sehr, sehr gute Reportage. Und in dieser Reportage als Hauptfigur, wunderbar aufgebaut, journalistisch ganz toll gemacht, diese Reportage, eine Hauptperson genommen, nämlich eine Kommissarin, eine Frau, tolle Frau, sehr intelligent, sehr kompetent, sehr, engagiert auch für ihre Arbeit. Eine studierte Mathematikerin, wie es gesagt wurde in diesem Film. Und sie versucht, das wird in diesem Film gezeigt, sie versucht wirklich diese kriminelle Geschichte, diese kriminellen Machenschaften der Testzentren aufzudecken. Es werden verschiedene Razzien gezeigt. Es wird gezeigt, wie das alles abgelaufen ist, dass es praktisch keine Kontrollen gab, dass jeder so ein Testzentren öffnen konnte, offensichtlich, wie in der Reportage gesagt wird, auch sogar ohne polizeiliches Führungszeugnis. Sie wissen, man braucht heute für praktisch alles ein polizeiliches Führungszeugnis. Für den kleinsten Wischiwaschi, für den kleinsten Nebenjob braucht ein Student, zumindest ist das in Aachen so, ein Student der RWTH braucht für den kleinsten Job, den er irgendwie erfüllen möchte, ein sogenanntes polizeiliches Führungszeugnis. Aber um ein solches Testzentrum zu eröffnen, wo man Tests dann durchführen kann und abrechnen kann, ich glaube sogar 60 Euro pro Test, dafür braucht man kein polizeiliches Führungszeugnis. Ich hatte darüber erzählt, als ich in Mexiko war, das war zu der Zeit, als die ganzen Testzentren aus dem Boden schossen wie Pilze. Und da gab es auch den Verdacht, Mexiko, ein ganz anderes Land, dass da einige vielleicht nicht ganz so legale, nicht ganz so seriöse Testzentren waren. Plötzlich hatte jedes Hotel ein Testzentrum. Und witzigerweise, die Touristen mussten ja immer den Test machen, bevor sie wegfliegen durften. Und witzigerweise, gab es einige Testzentren, wo nie ein Test war, der negativ war, also positiv war, ne? Also immer negativ. Also man konnte immer ohne Gefahr, also ohne dass man etwas hatte, durfte man fliegen. Und das hat sich natürlich auch bei den Touristen rumgesprochen damals. Die haben dann gesagt, wo können wir hingehen, damit wir fliegen können. Und da wurde dann auch gesagt, geht zu dem Testzentrum, da haben die niemals ein positives Ergebnis. Ja, und da haben natürlich einige gesagt, wahrscheinlich werden die gar nicht testen, die nehmen einfach das Geld, der Tourist kriegt da irgendwas, ein Wisch und dann ist gut, dann kann er fliegen. Dass so etwas in Deutschland möglich ist, dass es Testzentren gibt, die womöglich gar nicht testen, wo die einfach nur abrechnen, das hätte man sich eigentlich nicht vorstellen können, ne? Das ist was für so eine, chaotisches Land in Südamerika, irgendwo in Timbuktu oder in der Walachei, aber doch nicht in Deutschland. Jetzt stellt sich raus, dass das alles doch ganz anders war, als wir dachten, dass da offensichtlich auch ganz viel Betrug mitgemacht wurde. Und es wird hier tatsächlich darüber geredet, dass insgesamt, wurde in der Reportage so gesagt, insgesamt womöglich 1 Milliarde falsch abgerechnet wurde. Ein gigantischer Betrag. Die Milliarde fehlt zum Beispiel, um Kindergärten, Schulen und so weiter renovieren zu können oder womöglich etwas tun zu können für die älteren Bürger, damit es ihnen ein bisschen besser geht. Ich möchte hier in diesem Beitrag eigentlich nicht so sehr darüber reden, über diese Testzentren, über den Betrug, was schlimm genug ist, schlimm genug auch, dass da offensichtlich kaum kontrolliert wurde. Wir haben Interviews gesehen in diesem Dokumentarfilm
mit einer verantwortlichen Dame, die mehr oder weniger weggelaufen ist. Und dann haben wir Interviews gesehen, besser gesagt versuchte Interviews. Es war ja kein richtiges Interview. Es wurde, die Anfrage für ein Interview wurde offensichtlich abgesagt und dann hat man versucht, sie im Flur zu erwischen. Ist nicht die allernetteste Art und Weise, aber manchmal muss man sich ja auch als Journalist versuchen durchzusetzen. Der Journalist arbeitet ja im Sinne des Bürgers, ja, das ist wirklich die wichtige Aufgabe. Und der Journalist arbeitet, und auch das hat der Journalist, der gute Journalist, natürlich auch immer im Hinterkopf, er arbeitet immer an einer Reportage, um die Welt zu verbessern, um etwas Positives beizutragen, nicht zu verschlechtern, zu verbessern. Deswegen macht er ja auch diese Beiträge, wo etwas, ja, an die Öffentlichkeit geholt wird, aus dem Sumpf rausgeholt wird, um diese Welt zu verbessern, um etwas zu einer besseren, liebevolleren, ehrlicheren Welt beizutragen. Und dann gab es da einen Minister, der nicht mehr verantwortlich ist jetzt. Ja, wir wissen alle, wer da gemeint ist in Berlin. Dieser Minister, der auch schon mal öfter in der Kritik stand, auch schon mal wegen einer sehr, sehr teuren Villa, die er gekauft hatte. Und es wurde versucht, auch mit diesem Minister ein Interview zu führen. Und dann, dann habe ich natürlich in Liebe gedacht, ich hoffe, dass dieser Minister das lernt, was er lernen muss. Alles gerät an die Öffentlichkeit letztendlich. Das Gesetz des Universums, das Gesetz des Schöpfers ist, dass das, was mir nicht zusteht, dass das, was ich bekommen habe, durch Unehrlichkeit, durch falsches Verhalten, durch Neid, durch der Wunsch nach Macht, aus einer Motivation heraus, die nicht positiv ist, sondern eher negativ, die durchs Ego bestimmt wird, für mich alleine, dass ich diese Dinge tatsächlich immer verlieren werde und dass ich tatsächlich nicht nur das dann verliere, sondern sogar noch mehr. Ja, das ist das Gesetz des Universums, das ist Quantenphysik auch und das ist auch unser Schöpfer. Und in diesem Beitrag sah man den Minister, wie er wegläuft, kein Interview geben möchte. Und ganz viel Liebe dem Journalisten, der dran geblieben ist, der hinter ihm hergelaufen ist. Und der Minister hat ihn mehr oder weniger beschimpft. Er hat das gemacht, wo wir auch schon in vielen Videos hier darüber gesprochen haben, nämlich diese Arroganz des Kleinmachens, ja? Die Arroganz des Kleinmachens. Er hat dem Journalisten gesagt, wörtlich nicht so, aber übersetzt, haben Sie denn gar nicht mitgekriegt, dass wir Wahlen hatten oder dass ich einen neuen Posten habe? Er hat ihm sozusagen zeigen wollen, wie klein er ist, wie unwichtig er ist und wie wenig er weiß. Dieser Minister hat offensichtlich nicht verstanden, wem er wirklich dient. Er dient diesem Journalisten. Er dient diesem wunderbaren Menschen, der versucht hat, diese Frage zu stellen. Ja, auch der Minister natürlich ein wunderbarer Mensch, keine Frage, aber sehr in dem Ego. Der Minister, der dort versucht hat, diesen Journalisten so klein zu machen, er dient diesem Journalisten. Der Journalist ist derjenige, in dem Fall mit der Macht, mit der Position, der aus der richtigen Position heraus mit der richtigen Motivation, mit der ehrlichen Motivation versucht, eine Frage beantwortet zu bekommen. Und deswegen hier in diesem Video nochmal erklärt und bestätigt, wenn jemand euch so behandelt, es war ein Musterbeispiel dessen, was in unserer Gesellschaft zurzeit tatsächlich sehr oft passiert, auch und vor allen Dingen mit Journalisten, auch in Konferenzen, wo Politiker Journalisten behandeln, als seien sie Bittsteller, als seien sie ja, kleine Ameisen, die man so zertreten kann. Das sind sie natürlich nicht. Letztendlich, wenn ich starke Journalisten habe, starke, selbstbewusste Journalisten, sie dienen den Menschen, sie dienen der Ehrlichkeit, der Gerechtigkeit, wenn sie aus der richtigen Motivation heraus berichten. Seid euch dessen immer bewusst. Jemand, der wegläuft in einer solchen Situation, wo ich eine Frage habe, ja, auch da kann ich natürlich immer sagen, wenn ich weglaufe, kein Interview geben möchte, dann habe ich selbstverständlich etwas zu verbergen.
dann habe ich selbstverständlich ein schlechtes Gewissen. Es sei denn, ich habe gar keine Interviewanfrage gestellt und ich habe einen Termin und jemand ist so unverschämt und versucht mich während meiner 3 Minuten, die ich schon sowieso zu spät bin, da noch zu unterbrechen. Dann sage ich liebevoll, es tut mir leid, ich habe wirklich jetzt keine Zeit. Warten Sie, bis ich rauskomme aus der Konferenz. Dann kann ich eine Antwort geben. Das Verhalten, das respektvolle Verhalten, wo wir hier so oft darüber reden, dieses liebevolle, respektvolle Verhalten, die Basis unserer Gesellschaft und vor allen Dingen möchte ich hier nochmal erwähnen, diese Bescheidenheit. Aus der Bescheidenheit heraus Dinge tun oder Dinge nicht tun, die dann automatisch dazu führen, dass ich das Richtige tue. Selbstverständlich entlarven solche Bilder und solche Sätze, ja, diesen Minister, diese Situation. Gibt es einen einzigen Zuschauer, der sagt, das hat er richtig gemacht? Mit Sicherheit nicht. Aus der Sicht des Volkes, aus der Sicht der Bürger. Vielleicht gibt es bei irgendwelchen Firmen irgendwelche Menschen, die sagen, ja, das hat er richtig gemacht. Dafür haben wir ihn schon vielleicht dafür gesorgt, dass. Ich weiß es nicht. Die Frage ist immer, welchem Meister diene ich? Das ist eine der wichtigsten Fragen. Diene ich dem Schöpfer oder diene ich dem Teufel? Die Frage kann jeder nur für sich selbst beantworten.